Dann fragen wir doch bei Gregor Gysi, was er sich da genau vorgestellt hat. Er ist zu Gast. Wir wollen reden über eben das, was Deutschland in Gaza tun soll und nicht tun soll. Und wir müssen natürlich reden über die Ukraine mit Gregor Gysi von den Linken und mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Herr Gysi. Frau Strack-Zimmermann kandidiert fürs Europaparlament. Bislang galt sie in der Werbekampagne als die Eurofighterin. Jetzt ist das das neue Motiv, die Mutter, nee, die Oma Courage. Da sehen wir es auch im Bild. Finden Sie es einen gelungenen Griff? Ja und nein. Ja. Mich erinnert es natürlich an die Mutter Courage von Bertolt Brecht und die verdient am Krieg und schickt ihre Kinder in den Krieg. Das würde ja bedeuten, übersetzt, dass sie ihre Enkelkinder in den Krieg schicken will und daran verdient. Wenn sie das damit sagen will, wäre das ein Zug der Ehrlichkeit, der mich erstaunt. Wenn sie aber was ganz anderes gemeint hat, hat sie die schlechtesten Berater, die man sich vorstellen kann. Denn dass alle Leute sofort auf Mutter Courage kommen, ist doch selbstverständlich. Frau Strack-Zimmermann. Barbara Stamm, die Landtagspräsidentin Bayerns, als sie verstarb, hat die Süddeutsche geschrieben, die Mutter Courage Bayerns. Mhm. Dort ist keiner auf die Idee gekommen, Bertolt Brecht zu bemühen. Und deswegen lasse ich das stehen, diese Dinge zu erklären. Was haben Sie sich denn dabei gedacht? Naja, Sie kennen den Witz, also zumindest die Generation, vielleicht die jungen Menschen nicht mehr, darauf anspielen, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Ja, weil man immer die eine Großmutter hat, weil es so unwichtig war, was da passiert in Europa. Nein, es geht darum, dass man mir unterstellt, und das finde ich auch nicht falsch, eine gewisse Couragiertheit zu haben. Das kann man mögen oder nicht. Das kann Herrn Gysi beunruhigen oder nicht. Und ich bin eine Generation, ich bin 66, ich bin in der Tat Mutter und Großmutter. Und es spielt auch darauf an, dass man durchaus ich hoffe nicht im letzten Drittel meines Lebens, mich eben engagiere. Mhm. Ich glaube, dass außer dem Intendanten des Bertolt Brechts Theaters in Berlin, das eine sehr Berliner Sichtweise ist. Und nachdem, wie gesagt, auch Frau Stamm als Mutter Courage bezeichnet wurde. Da gab es aber keinen Krieg, und das ist vielleicht der Unterschied. Also Barbara Stamm hatte keinen Krieg zu verhandeln, aber fair enough. Also Sie verhandeln gelten, aber, kann ich auch keinen Krieg. Aber Sie behandeln es, und Sie gelten eben als die, die immer bei der Ukraine jedenfalls sehr klar gesagt hat, wir brauchen die Waffen, um der Ukraine zu helfen. Sie sind Vorsitzende vom Verteidigungsausschuss, und dann sich Oma Courage zu nennen. Ich bitte, wenn Sie das Stück kennen von Brecht, mein Waffe. Gut, okay. Ist ja nicht mein Plakat. In der Tat, es wäre auch bei Ihnen, Oma zu sagen, eher schwierig. Na, das gilt nur heute nicht mehr. Ja, das geht heute noch. Die Waffen, die Sie ja in der Ukraine vehement einfordern, wenn man jetzt die Bilder sieht aus Gaza, um damit anzufangen, also die Bilder einer Zerstörung, die inzwischen, wenn man den Zahlen glauben möchte, 2/3 aller Gebäude in Gaza betroffen hat. 30.000 Tote werden dort gezählt in diesem Angriff, den die israelische Armee jetzt seit 100 Tagen dort führt. Und es gab jetzt eben diesen Angriff auf einen internationalen Hilfskonvoi. Da starben 7 Menschen, da waren auch Briten drunter, Australier und ein Amerikaner, ein US-Kanadier-Amerikaner. Danach kam die Forderung, so kann es definitiv nicht weitergehen. Und Gregor Gysi hat gesagt, stopp mit Waffenlieferungen. Können Sie das verstehen? Können Sie da sagen, ja, da hat er einen Punkt? Also er hat ich muss es ein bisschen einrahmen, weil diese Bilder objektiv eine Tragödie sind, auch subjektiv. Aber wir müssen noch mal auf den 7. Oktober 2023 zurück, was der Auslöser war. Nämlich der brutale Angriff der Hamas auf Israel. Und das sollte man immer mit in die Erklärung einbauen, weil ich sowohl in der Ukraine als auch dort ziemlich die Nase voll habe, dass man aus dem Opfer die Täter macht. Um das auch einzuordnen mit Waffenlieferungen, muss ich Herrn Koll, was ich ungern tue, etwas korrigieren. Die meisten Dinge, die geliefert wurden, sind erstens keine letalen Waffen, also keine Waffen, mit denen man unmittelbar in den Einsatz geht, sondern erstens sozusagen Ersatzteile, das können Gummierungen sein, Schrauben, was auch immer. Und 2/3 dessen, was geliefert wurde, wurde weit vor dem 7. Oktober geliefert.
Wir sind in enger Partnerschaft mit Israel. Im Übrigen kauft auch Deutschland von Israel Arrow-3-Waffensystem, um uns zu schützen aus der Luft, kauft Deutschland in Israel ein. Das heißt, wir sind Partner. Und insofern das Argument, dass sozusagen wir Dinge liefern, die unmittelbar dort wirken, das stimmt nicht. Nichtsdestotrotz, und da ist ja durchaus auch Deutschland engagiert, neben den Franzosen, neben den Amerikanern, vor allen Dingen Joe Biden war ja sehr dezidiert, nämlich Benjamin Netanyahu klarzumachen, dass es zu einem Waffenstillstand kommen muss. Und jetzt wird es eben innenpolitisch in Israel auf der einen Seite, dass übrigens sehr viele Israelis fordern, dass dieser Krieg aufhören muss, damit auch die noch, wir dürfen, müssen erinnern, 240 Geiseln, immer noch 134 Geiseln in der Hand der Hamas seit 6 Monaten, 34 vermutet man, dass sie nicht mehr leben. Das heißt, dass klar gesagt wurde, Waffenstillstand, damit die Geiseln herauskommen. Netanyahu sagt, erst die Geiseln, dann der Waffenstillstand, wo, wie gesagt, auch sich die eigene Bevölkerung gegen ihn wendet. Und die Tragödie ist, dass Netanyahu davon ausgehen muss, dass wenn Waffenstillstand ist oder dieser Krieg beendet wird, dass er dann nicht mehr präsent ist, also nicht mehr Sie der... Sie glauben, er hat ein eigenes Interesse, den zu führen. Darf ich die Argumente sortieren? Ja, gerne. Und gerne erstmal bei der Waffenlieferung bleiben, denn das ist etwas, was Sie ja gefordert haben. Und man muss dazu sagen, nach dem 7.10. haben Sie im Bundestag ja auch dieser Resolution zugestimmt, in der eben der Bundestag beschlossen hat, Israel jedwede Unterstützung zuzusichern. Warum fordern Sie jetzt einen Stopp der Waffenlieferungen, gerade eben auch, wenn Frau Strack-Zimmermann sagt, die Deutschen jedenfalls liefen keine letalen Waffen, heißt das? Ja, so, das sind jetzt harte Waffen, mit denen man unmittelbar... Also. Ich muss erst mal Frau Strack-Zimmermann an einem Punkt recht geben. Man muss immer mit dem 7. Oktober beginnen. Das waren so entsetzliche Meuchelmorde an Säuglingen, an Babys. Selbst wenn man hasst, bringt man Säuglinge und Babys nicht um, vergewaltigt auch nicht Frauen und tötet sie anschließend und unbewaffnete Männer. Völlig indiskutabel. Und an dem Tag, am 7. Oktober, darf es auch kein Aber geben. Nun sind wir aber in einer anderen Situation. Das Netanyahu, da haben Sie auch wiederum recht, der weiß natürlich, wenn der Krieg zu Ende ist, ein Waffenstillstand, ist auch seine Zeit zu Ende. Es ist aber kein Grund, kein zu rechtfertigender Grund, das Ganze in die Länge zu ziehen. Die Hamas, deren Strukturen sind ja weitgehend kaputt. Die Hamas versteckt sich hinter der Zivilbevölkerung, das ist ein Kriegsverbrechen. Und Israel tötet deshalb auch die Zivilbevölkerung, um die dahinter steckende Hamas zu treffen. Das ist auch ein Kriegsverbrechen. Man darf niemals mit einem Kriegsverbrechen ein anderes Kriegsverbrechen versuchen zu bestrafen, zu kontern oder auszuhebeln. Das geht einfach nicht. Und wissen Sie, die Zivilisten aus dem Gazastreifen können ja nirgendwo hin. Sie können nicht nach Israel, sie können nicht nach Ägypten. Sie werden im Gazastreifen hin und her geschickt. Das finde ich alles unerträglich. Und wenn die Hamas weitgehend zerstört ist, dann ist jetzt auch mal gut. Und dann brauchen wir keine Feuerpause, wie es die Regierung immer sagt. Das heißt nämlich, wir machen eine Pause und danach wird weiter getötet und verletzt und zerstört. Ja. Nein, wir brauchen einen Waffenstillstand, damit das endlich aufhört. Aber jetzt sind die beide bei dem Stillstand. Ich bin immer noch bei der Waffenlieferung. Denn nur, wenn man Waffen hat, darf ich noch was hinzufügen? Einfach, weil ich Sie ärgern möchte, sondern weil Sarah Wagenknecht einen Punkt gemacht hat, dem Sie vielleicht zustimmen wollen. Sie sagt in Bezug auf die Waffenlieferungen, Waffenliefern ist zumindest eine indirekte Beteiligung an den Kriegsverbrechen der israelischen Regierung. Würden Sie ihr da zustimmen? Weil von Kriegsverbrechen haben Sie ja auch gerade geredet. Ja, die Israel begeht. Das ist ein bisschen komplizierter, als sie sich das juristisch denkt. Dann wären wir ja auch Kriegsbeteiligte beim Ukraine-Russland-Krieg. Ja. Sind wir aber nicht. Wir liefern zwar Waffen, das ist ja wahr, das kann man auch immer wieder kritisieren. Aber völkerrechtlich ist das nicht richtig, was sie sagt. Zum Glück, sonst wären wir ja jetzt im Krieg gegen den Gazastreifen. Das sind wir aber nicht. Ja, okay. Und trotzdem fordern Sie den Stopp der Waffen. Ja, natürlich fordere ich das. Und zwar, weil Netanyahu das ja nicht einsieht. Biden hat ja zigmal ihn ermahnt, dass jetzt endlich wenigstens eine Feuerpause kommen muss. Nicht mal die kommt zustande. Es gibt immer mehr Demonstrationen in Israel gegen Netanyahu und diese, ja, auch ziemlich rechtsextreme Regierung, darf man ja nicht vergessen, was da auch innenpolitisch alles passiert, wie er zum Beispiel die Unabhängigkeit der Gerichte deutlich einschränken will und vieles andere mehr. Und deshalb sage ich, das stimmt schon, es hat auch was mit Symbolik zu tun. Aber dann kann eben auch Symbolik mal richtig sein, dass man sagt, so, wir haben dich jetzt so lange gebeten,
um eine Feuerpause, eigentlich einen Waffenstillstand. Du machst das nicht. Und dann können wir unserer Bevölkerung nicht mehr erklären, dass wir weiter an euch Waffen liefern. Und Punkt. So, und das finde ich dann symbolisch wichtig, gerade für Deutschland. Ich weiß doch, dass wir in einem extrem schwierigen Verhältnis sind, was Israel betrifft. Und ich bin auch für die Solidarität mit Israel. Und ich sage immer, wissen Sie, Frau Maischberger, wenn Sie mich vor 2 Jahren gefragt hätten, ich bin ja jetzt 76, ob ich noch die Lösung des Nahostkonflikts erlebe, hätte ich Ihnen immer gesagt, nein. Erlebe ich nicht mehr. Und jetzt sagen Sie was? Jetzt bin ich nicht mehr sicher. Aber wissen Sie, was das eigentlich Schlimme ist? Dass Politik nie vorbeugend ist. Es muss etwas so Furchtbares passieren, wie am 7. Oktober, dass wir jetzt vielleicht doch noch eine Lösung des Nahostkonflikts erleben. Und die kann nur darin bestehen, dass es ein souveränes, sicheres Israel und ein souveränes, sicheres Palästina gibt. So. Anders geht es nicht. Welchen Einfluss hat da eben... Also über Biden haben Sie schon gesprochen. Es gab dieses Telefonat zwischen Biden und Netanyahu. Danach gab es eine Öffnung des Nordens von Gaza für Hilfslieferungen und vielleicht auch eben der Wink damit, dass man aus amerikanischer Seite gesagt hat, Vorsicht, ja. Es gibt also eine rote Linie. Annalena Baerbock hat gerade gesagt, zu Netanyahu, keine Ausreden mehr. Hat die deutsche Regierung zu lange den Ausreden geglaubt, ist sie ihnen gefolgt? Nein, ich glaube, nein. Also erstmal ist die Bundesrepublik, um den Blick mal etwas zu weiten, nach wie vor der größte Unterstützer auch im Gazastreifen, was die Menschen dort betrifft. Ja. Ausgesetzt wurde sozusagen lediglich das, was zum Teil über das UN-Hilfswerk lief, von dem wir heute wissen, dass ein Großteil des Geldes tragischerweise, bedauerlicherweise, schlimmsterweise von den Hamas benutzt wurde, nicht um die Bevölkerung zu unterstützen, sondern es in den Tunnelbau geflossen ist. Und wir reden da von 400 Kilometern Hightech. Grundsätzlich liefern wir am meisten, liefern wir nach wie vor am meisten und haben dieses Geld, was für die UNRWA in Zukunft genutzt werden soll, an andere palästinensische Gruppen. Das heißt, Deutschland ist engagiert und die Bundeswehr hat gerade in einem einzigartigen Aktion auch Hilfsgüter abgeworfen. Denn zur Realität gehört dazu, dass die Grenze nach Ägypten geschlossen wurde. Und die Ägypter haben eben unmittelbar, nachdem Israel sich völkerrechtlich konform zur Wehr gesetzt hat, die Grenze geschlossen, weil interessanterweise... Und insofern bin ich auch nicht so pessimistisch, da teile ich die Einschätzung, was den Nahen Osten betrifft. Der Bezug Ägypten zu Israel ist ja, wenn man das noch vor 20 Jahren gesehen hätte, ein positives Verhältnis. Trotzdem will Ägypten das Problem nicht bei sich haben, weil die schon mit der muslimischen Bruderschaft genug Ärger haben. Das andere ist, dass die Vereinigten Arabischen Emirate Frieden mit Israel geschlossen haben. Saudi-Arabien, nun ja auch ein problematisches Land, hat die Nähe gesucht. Das heißt, die Menschen im Nahen Osten möchten in Frieden leben. Und wer aber nicht in Frieden leben will, sind eben die Proxys von Iran. Dazu gehört die Hamas, da gehört zu Hisbollah aus dem Libanon, da gehören die Husis. Ja, das muss man alles einbetten, um zu verstehen, warum Israel hochsensibilisiert ist. Den Einsatz, den Sie gesagt haben, weil da habe ich das Gefühl, sind Sie jetzt beide der Meinung, das ist ein Schock gewesen. Es ist ein furchtbares Gemetzel, aber am Ende wird es ein gutes Ende haben. Lassen Sie mich noch eins ergänzen. Oder wir kriegen einen entsetzlichen Flächenbrand. Wenn jetzt in der iranischen Botschaft in Syrien wirklich von Israel, wie behauptet wird, weiß ich ja nicht, getötet worden ist und dann plötzlich der Iran die Hisbollah doch aufhetzt, ebenfalls einen Krieg gegen Israel zu beginnen, was sie ja bisher nicht gemacht haben, das darf man ja nicht übersehen, dann haben wir dort einen Zwei-Fronten-Krieg. Also es kann auch eine Katastrophe werden. Gut. Oder wir kriegen eine Lösung des Nahostkonflikts. Und ich bin natürlich für eine Lösung des Nahostkonflikts und sehe ja, das erste Mal eine Chance. Ja, das sind wir alle und das ist ja auch Staatsräson übrigens. Auch was Deutschland betrifft, auch das darf man nicht vergessen, dass Deutschland sich seit eher, gerade auch und weil wir Israel so nahe sind, eine Zwei-Staaten-Lösung für Palästina gefordert hat und das eben von der Hamas nicht gewollt wird. Das muss man immer wieder sagen, wer Opfer und wer Verursacher ist, ändert nichts daran, dass diese Bilder, die Sie ja zu Recht gezeigt haben, dass das ziemlich unerträglich ist und dass ein Weg gefunden werden muss. Und wir sehen, dass sowohl Frau Baerbock und ich finde das bezeichnend, die Außenministerin, zu ihr kann man stehen, wie man will. Sie ist extrem engagiert an dieser Stelle, weil es so unerträglich ist. Für Israel ist es aber von Relevanz, die Hamas wirklich zu vernichten, weil es wird keine Ruhe kommen. Und Israel ist so groß wie Hessen.
Das heißt, es ist wirklich von allen Seiten, inklusive Syrien, immer Angriffen ausgesetzt. Ich würde gerne, weil Sie gesagt haben, also da ist die Gefahr der Ausweitung des Wächenbrands. Ich würde tatsächlich gerne zu dem anderen Konflikt kommen, den wir wirklich besprechen müssen, weil Sie da auch sagen. Ja, sofort. Nur zwei ganz kurze Bemerkungen machen. Klar. Das erste ist, dass wir der Zivilbevölkerung helfen, stimmt auch. Das ist auch dringend notwendig, kann ich nur sagen. Ja, aber es gibt auch keine Diskussion darüber, Herr Gysi. Das machen wir und das ist auch richtig so. Warten Sie doch, was ich sagen will. Wissen Sie, was mich auch ärgert? Das ist auch völlig unbestritten in Israel, dass der israelische Geheimdienst Hamas mitgegründet hat. Warum? Weil er um die Ecke dachte, er wollte die palästinensische Bevölkerung spalten. Das ist ihnen ja auch gelungen. Aber jetzt kriegen wir das ganze Ergebnis. Ich finde, man sollte Geheimdienste nicht Politik machen lassen. Ja, aber weil da immer ganz verquere Sachen herauskommen. Man kann jetzt immer fragen, wo wann irgendwas begonnen hat. Die Realität ist doch so, dass die Israelis den Gazastreifen freiwillig verlassen haben. Dass sehr, sehr, sehr aber viel Geld, wir reden von Milliarden, die aus dem Westen dorthin geflossen sind, wo man gehofft hat, aus dem Gazastreifen ein zweites Singapur zu machen. Und viele, und das Geld, die Bevölkerung, die arme Bevölkerung so gut wie nicht erreicht hat. Wir haben festgestellt, dass es Schulbücher, auch mit unserem Geld gedruckt worden sind. Wo man, lassen Sie mich den Gedanken nur Schulbücher, wo Kindern klargemacht wird, je mehr Israelis du tötest, desto schneller bist du dem lieben Gott nahe. Das kann sein, dass diese Art von Hassspirale nicht gerade in Diskussion ist. Und noch ein Satz, ich glaube, was bei Netanyahu... Schon zwei Drittel der Zeit. Nein, das meinen Sie, Herr Gysi. Ich glaube, er hat recht, ausnahmsweise. Nein, ich finde, das muss man schon einordnen, was Netanyahu betrifft. Deswegen ein letzter Gedanke. Der Überfall der Hamas auf Israel hat Israel auch so geschockt, wegen der Brutalität, weil man den Grenze zu Gaza elektronisch gesichert hat und die eigenen Soldaten abgezogen hat, um in der Westbank militante Siedler, übrigens Rechtsbruch, wo Israel auch als Rechtsstaat etwas machen muss. Ja. Und dieser Schock wird natürlich auch geheimdienstmäßig aufgearbeitet werden müssen in Israel. Und das will Netanyahu natürlich auch nicht, will das natürlich auch verhindern, so, wie das überhaupt passieren kann. Wie man aus einer Katastrophe herauskommt. Wir müssen über die andere Katastrophe reden. Das ist der Ukraine-Krieg. Auch hier fordern Sie einen Stopp der Waffenlieferungen. Sie haben gerade Herrn Selenskyj gehört, der gesagt hat, wenn wir keine Waffen bekommen, dann wird die Ukraine aufhören zu existieren und diesen Krieg verlieren. Wollen Sie, dass die Ukraine den Krieg verliert? Nein, die Situation für die Ukraine wird jeden Tag schlechter. Ich habe schon vor zig Tagen gesagt, wir brauchen so schnell wie möglich einen Waffenstillstand. Wenn der General Milley recht hat, und der ist immerhin jahrelang Chef des Generalstabs der US-Streitkräfte gewesen. Dann ist dieser Krieg nicht auf dem Moment, und er hat von Anfang an gesagt, weder Russland noch die Ukraine kann den Krieg sehen. Wenn also die Ukraine militärisch das Donbassgebiet erst recht die Krim nicht zurückbeholen kann, geht es ja nur über Verhandlungen. Jetzt ist die nächste Frage, wer kann denn mit Putin verhandeln? Wen muss er ernst nehmen? Deutschland nimmt er nicht ernst, Frankreich nicht, Großbritannien auch nicht, die USA inzwischen auch nicht. Aber China und Indien braucht er. Wenn die Beziehung abbrechen würden, dann wäre er wirklich isoliert. Das kann er sich gar nicht leisten. Also müsste unsere Diplomatie versuchen, die chinesische und die indische Regierung dazu zu bringen, dass die auch gegen die Abgabe von ukrainischem Territorium sind und dann Vermittlungen anstellen zwischen der russischen und der ukrainischen Regierung, wo es vielleicht um die Wiederzulassung der russischen Sprache, doppeltes Staatsbürgerschaft, alles Mögliche gehen kann, nur eben kein Territorium. Stattdessen machen wir Sanktionen gegen China, aber auch gegen Indien und drücken die immer näher an Russland heran. Ich verstehe es nicht. Wenn man militärisch einen Krieg nicht gewinnt, ja, ich weiß, sie sind für alle Raketen, aber wenn man einen Krieg militärisch nicht gewinnt, gegen China und gegen Indien. Ja, entschuldigen Sie, gerade jetzt gegen indische Unternehmen festgelegt worden. Das regt doch die Regierung auf, also, von der EU. Und auch gegen China gibt es Sanktionen. Ich glaube nur, dass es der falsche Weg ist. Wir brauchen diese beiden Länder als Vermittler, also, Herr Lavrov, weil Herr Putin auf diese beiden Regierungen angewiesen ist, auf unsere nicht. So, Olaf Scholz fährt ja nach China jetzt am Wochenende. Ja. Glauben Sie, das wird eine Initiative, nachdem Herr Lavrov jetzt gerade da ist, also der ukrainische Außenminister? Weiß ich nicht. Herr Söder war ja auch da, was in China keinen interessiert hat. Das war der Versuch, Herrn Söder dort in Stellung zu bringen. Ja. Weltpolitik zu machen. Ja. Herr Lavrov war gerade da und die chinesische Regierung hat Herrn Lavrov Unterstützung zugesagt und hat gesagt, Russland geht einer großen
wunderbaren Zukunft. Jetzt fährt Scholz dahin. Muss ja nicht alles versuchen, damit diese chinesische Regierung tatsächlich den Einfluss ausübt. Das ist ja das, was ja diese das wäre, wenn der Kanzler das versuchen wird, wenn er das Gespräch darauf bringt, ist das immer hilfreich. So. Zur Einordnung aber auch, China unterstützt Russland im Krieg mit Komponenten, die über andere Staaten nicht im Ganzen, sondern portioniert, damit es nicht auffällt, Russland erreicht. China ist eng verbündet mit Nordkorea, was diesen Krieg Russland unvorstellbar unterstützt, gleichzeitig russisches Know-how bekommt. Ich war vor 14 Tagen in Japan und Südkorea. Ja. Japan ist übrigens auch so alarmiert über diese Achse China-Nordkorea-Russland und nicht zu vergessen, dass Tokio nur 1000 Kilometer von Vladivostok entfernt ist. Also halten Sie das für völlig, Entschuldigung, ich muss Sie trotzdem einmal versuchen, auf den Punkt zu bringen. Halten Sie es für völlig unfruchtbar, wenn der Kanzler da jetzt versucht zu intervenieren oder nicht? Nein, ich halte das nicht unfruchtbar. So. Ich kann sagen, wenn der Kanzler jetzt nach China reist, ist es ja gerade, und er erreichen könnte, dass die Chinesen wiederum erreichen, dass Russland heute und zwar sofort seine Truppen zurückzieht, dann wäre nämlich Frieden in der Ukraine. So, das ist das Ihre Die Frage Moment. Ist, die wie Frage weit ist die Chinesen Einfluss haben auf Russland, denn es geht ja um Territorium. Die Ostukraine ist so groß wie Portugal. Ist das das Opfer? Und letztendlich, auch wenn wir drei darüber sprechen, letztendlich wird die Ukraine entscheiden, wie es weitergeht. Richtig. Und das darf man natürlich nicht auf den Fall machen. Aber Sie waren immer für Raketen, für Taurus, für alles Mögliche. Bin ich auch nach wie vor, Gysi. Ja. Im Gegensatz zu Ihnen glaube ich, dass die Ukraine nur eine Chance hat zu überleben aus der Stärke heraus. Und dann warten Sie, bis Trump zum Präsidenten gewählt wird. Und dann kommt wirklich die schlechteste Lösung für die Ukraine raus. Wenn wir jetzt initiativ werden, könnten wir noch für die Ukraine deutlich mehr retten, als wenn Trump zum Präsidenten gewählt wird. Seien Sie doch nicht so ein Traumtänzer. Ja, nein. Ach, das ist doch Sie sind eine Traumtänzerin. Sie glauben wirklich, mit Raketen Russland besiegen zu können, das ist albern. Das wissen Sie auch. Sie wissen, Sie sind noch mal 10 Jahre älter als ich. Das Argument heißt, wenn Trump ein vermeintlich schwächeres Land kommt, durchaus eine Chance hat. Russland ist in Afghanistan einmarschiert, hat verlohren. Die Vereinigten Staaten haben in Vietnam verloren. Darf ich Sie einmal auf das Argument von Herrn Gysi? Die NATO hat in Afghanistan auch verloren. Hat mir auch keiner geglaubt im Bundestag, als ich es Ihnen vorher gesagt habe. Das Argument heißt ja, wenn Trump ins Amt kommt, hat die Ukraine nichts mehr zu gewinnen. Nehmen Sie das ernst? Also erstens mal bin ich nicht sicher, im Gegensatz offensichtlich zu allen anderen. Aber ich glaube nicht, dass Trump, ist es losgelöst, ob Herr Trump kommt oder Herr Biden bleibt. Herr Gysi, wir haben doch gar keinen Einfluss darauf. Richtig. Ich glaube erstens, dass Trump nicht gewinnt. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Das werden wir dann besprechen. Ich hoffe auch, dass er nicht gewinnt. Aber selbst wenn Herr Biden weiterhin Präsident bleibt, davon gehe ich aus, würden wir natürlich in Europa uns anders mit der Situation beschäftigen, weil in der Tat, das ist ja auch der Grund, warum Zelensky auch mit den Amerikanern spricht, dass eben, wenn die Hilfe der Amerikaner neben unseren Hilfen ausbleibt, die Ukraine ein massives Problem hat. Und ich bleibe dabei. Und Herr Gysi, wir beide müssen uns ja nicht überzeugen, wir sehen das anders. Wenn die Ukraine nicht die Kraft hat, sich zur Wehr zu setzen, wird sie nicht nur jetzt die Ostukraine verlieren, sondern die ganze Ukraine, und das hat ja Putin gesagt, ist die ganze Ukraine fällig. Und damit werden wir im Baltikum, Moldawien, Georgien, ein riesiges Problem haben. Und daran werde ich Sie hoffentlich nicht erinnern müssen, jetzt kommt dass wir heute entscheiden müssen. Dass er imperialistisch denkt, gerade was Georgien, Moldawien und so weiter betrifft, das sage ich ganz genauso, das ist so. Ich glaube nicht, dass Baltikum, weil das sind 3 NATO-Staaten, dann hätte er einen dritten Weltkrieg, den kann er sich auch nicht leisten. Aber ansonsten, die Kritik sagen ist Sie ja das mal den Letten und Litauern. Ja, ich glaube nicht, dass er Sie angreifen wird. Also Sie können das ja gerne Ihnen einreden. Ich würde Ihnen immer versuchen zu sagen, dass das nicht passiert. Nee, reisen Sie doch mal dahin. Seit Beginn. Ja, ich warum war ist da. Denn Finnland und Schweden Mitglied der NATO geworden? Ja, eben, weil Sie Länder, die 200 bzw. 70 Jahre lang haben. Sie daran erinnern, das ist Realität. Das ist Realität, das kann man doch nicht wegreden. Nein, Frau Strack-Zimmermann. Sie müssen das doch angesichts Ihrer Geschichte wissen. Wissen Sie, was ist, wenn die Sowjetunion ein Land besetzt? Wir haben das doch in der DDR erlebt. Wir können nicht so tun, Frau Strack-Zimmermann. Entschuldigung. Nee, aber ernsthaft, ich habe eine Bundestagsrede mir angehört. Wenn der Automat einmal angestellt ist, dann kann er nicht mehr aufhören zu reden. Gregor, das kenne ich. Sie redet aber, und Sie unterbrechen die ganze Zeit. Kann ich Sie einmal darum bitten, dieses Argument einmal zu Ende zu hören? Also, Sie glauben nicht, möchte gerne, dass auch Finnland und Schweden mit der Begründung Mitglieder der NATO wurden.
dass sie dann von Russland nicht mehr angegriffen werden können, weil dann, wenn Russland sie angriffe, es den Dritten Weltkrieg bedeutete, den sich auch Russland nicht leisten kann. Sie glauben, das passiert. Wieso erklären Sie mir dann, die Regierung heute, dass die Gefahr besteht, dass Russland Deutschland angreift? Wir sind ja schon in der NATO. Also, wenn er die NATO nicht angreift, aber ansonsten imperialistisch, was ehemalige Sowjetrepubliken betrifft, denkt, dann müssen wir ihn stoppen. Und da wir das nicht mehr können, wird das ohne China und ohne Indien nicht gehen. Also müssen wir sie gewinnen und nicht mit Sanktionen belegen, damit die immer näher an Russland heranrücken. Ich verstehe es einfach nicht. Ich sage es noch einmal. Sie haben an ihn noch mal müssen Sie etwas nicht sagen, was Sie schon gesagt haben. Gerade wenn die Finnland und Schweden hilft. Wieso tun wir so, als ob wir angegriffen werden können? Wir sind doch schon in der NATO. Und die NATO ist doch insofern, bringt sie doch eine gewisse Sicherheit für ihre Mitglieder. Wir werden seit Jahren hybrid angegriffen. Wir werden im Kommunikationsraum angegriffen. Ja. Das wissen Sie. Es geht ja gar nicht ausschließlich um Angriffe. Das ist ein Krieg. Mhm. Nicht umsonst wird die Bundeswehr bekommt sie gerade als Teilstreitkraft Cyberinformation. Das Völkerrecht definiert den Krieg anders. Sorry, das sind Fakten. Und das hat Gründe, warum. Ich habe eine Frage an Sie, weil Sie gerade gesagt haben, Sie werden sich gegenseitig nicht überzeugen, was offensichtlich ist. Das ist wahr, ja. Sie haben uns als Duell angekündigt. Wir müssen ja jetzt auch ein bisschen hier was. Ja, das finde ich nur auch. Aber nicht einfach, wenn es nicht gegen. Es geht ja um die Sache. Und bei der Sache sind Sie für den Taurus, das haben Sie auch gerade noch mal gesagt. Ich habe gerade schon gesagt, es gibt ein neues Interview mit dem Präsidenten Zelensky. Er hat es geführt mit Paul Ronsheimer, mit dem er schon einige Interviews gemacht hat, Bild-Zeitung. Folgendes sagt er über die Frage, warum er glaubt, dass Olaf Scholz den Taurus nicht liefern will. Er habe ihn gefragt, warum er ihn nicht liefern will. Und das ist das, was Olaf Scholz ihm gesagt hat. Sagt Wladimir Zelensky, nach meinem Verständnis ist der Bundeskanzler der Meinung, als Vertreter eines nicht-nuklearen Staates, dass der Taurus die einzige Waffe ist, die Deutschland hat. Die mächtigste Waffe. Er teilte mir mit, dass sein Land nicht auf eine so mächtige Waffe verzichten kann. Hat er von der mächtigsten Waffe gesprochen? Das ist also das, der Kanzler hat von der mächtigsten Waffe gesprochen. Das ist das, was Präsident... Sagt Zelensky. Most powerful weapon auf Englisch. Und das ist das, was Zelensky über dieses Gespräch sagt. Haben Sie das schon mal gehört, das Argument? Also, dass der Taurus, von dem wir, das kein Geheimnis, 600 haben, die auch so gut wie alle einsatzbereit sind, eine mächtige Wirkung hat, das ist richtig. Das ist auch der Grund, warum Südkorea den Taurus gekauft hat. Übrigens auch Spanien hat ihn. Ja. Und Scholz gibt ihn nicht her, weil er sich als nicht nukleares Land sonst nackt fühlt. Ich übersetze es jetzt mal. Also der Bundeskanzler sich bei der Verteidigung der Bundesrepublik ausschließlich auf den Taurus verlassen würde, wären wir in der Tat nackt. Es ist eines von vielen Waffensystemen. Aber Sie haben Sie das Argument schon mal gehört? Das habe ich noch nicht gehört. Aber ich muss dazu sagen, wir diskutieren. Nein, das ist nicht plausibel, weil es immer eine Gemengelage verschiedener Systeme gibt, wie man sich verteidigt. Mhm. Der Taurus wurde entwickelt in den 70er Jahren, um einen möglichen Angriff aus dem Warschauer Pakt der NATO gegenüber im Vorfeld zu unterbinden. Wenn es nicht plausibel ist, warum sagt das dann Zelensky? Ich nehme an, dass der Kanzler ihm das auch so gesagt hat. Ich gehe mal davon aus, das ist korrekt, was er sagt. Wir wissen, dass die Diskussion, und ich will sie auch nicht überladen, weil sie nachher so ein bisschen, wer hat Recht, wer hat Unrecht ist. Der Kanzler hat ja mehrmals gesagt, er will es nicht liefern. Ja. Das nehmen wir jetzt zur Kenntnis. Dass Zelensky dabei bleibt, liegt einfach daran, dass man den Nachschub Russlands hätte damit unterbinden können. Mhm. Allerdings, dann hätte man es deutlich schneller liefern müssen, weil der Überraschungseffekt natürlich auch eine Rolle spielt. Weil wir davon ausgehen müssen, dass der Nachschub über die Krim, so wie es gelaufen ist, jetzt auch nicht mehr läuft, weil die Russen natürlich immer damit rechnen müssen. Wir haben einer internen Sitzung des Auswärtigen Ausschusses Details zu der Rakete erfahren. Die darf ich nicht erzählen. Das ist verboten. Daran halte ich mich auch. Aber da ist mir noch einmal ganz klar geworden, warum das nicht geht. Das hat mit den Raketen, die Frankreich, Großbritannien geliefert haben und auch liefern und die USA nichts zu tun. Das ist eine völlig andere militärische Qualität. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und deshalb verstehe ich den Scholz. Das ist ja eigentlich nicht seine Art, konsequent zu bleiben. Es ist ja mehr sein Stil, erst Nein zu sagen und dann doch Ja. Sie glauben, dass er hier mal konsequent ist, hat was mit der Art dieser Waffe zu tun. Sie glauben nicht, er bleibt dabei. Nein, ich glaube schon, dass er dabei bleibt, weil das, glaube ich, für ihn jetzt auch ein Gesichtsverlust wäre. Das bedauere ich, weil ich glaube, dass losgelöst, ich teile das nicht, was Herr Gysi sagt,
Das ist ein Waffensystem, was in der Tat eine große Wirkung hat. Es ist eigentlich fliegende Munition, um es mal so zu sagen, die auf diesen Gründen entwickelt worden ist. Man hätte nur einen Bruchteil dessen der Ukraine zur Verfügung stellen können. Dann hätte man den Nachschub unterbrechen können. Ich glaube nicht, dass der Kanzler sich an der Stelle bewegt. Und wir sollten uns jetzt die Diskussion auch nicht reduzieren auf nicht. Ein Waffensystem. Das haben wir nicht. Es war nur interessant, einfach von Ihnen zu hören, was Sie für die Sorge hören. Sie haben es auf dieses System reduziert, indem Sie dem CDU-Antrag gegen den Willen der Koalition zugestimmt haben. Wissen Sie, was meine viel größere Sorge ist? Nein, aber damit haben Sie doch klargemacht, die Taurus-Rakete ist Ihnen so wichtig, dass Sie sogar aus der Koalitionsdisziplin haben. Damit haben Sie es zu der Frage gemacht. Es geht hier nicht um mich oder um Ihre Gefühlslage. Es geht darum, dass die Ukraine seit 2 Jahren und 2 Monaten ums Überleben kämpft. Und damit das aufhört, brauchen wir einen Waffenstillstand. Ja, rufen Sie, ich wurde mal gebeten, Herrn Putin anzurufen. Da habe ich gesagt, ich habe nicht seine Handynummer. Wir sollten uns im Klaren darüber sein, es ist ein brutaler Krieg, er ist völkerrechtswidrig. Sie haben ja eingeräumt, dass unsere Unterstützung nicht völkerrechtswidrig ist, dass wir alles tun müssen. Mit Wladimir Putin haben wir aber eine Persönlichkeit, die all das, was gerade passiert, er angekündigt hat. Ich wiederhole mich. Wenn Sie anfangen, sich zu wiederholen, ich wiederhole mich nicht. Wladimir Putin hat vor 3 oder 4 Wochen ein Interview gegeben, Sie erinnern sich. Und da hat er Folgendes gesagt, warum soll ich heute verhandeln, nur weil denen die Munition ausgeht? Da werden wir wieder bei Trump. Und die dann Chinesen, hat er gesagt, zu ernsthaften Gesprächen ist er sofort bereit. Und das sage ich, werden wir ohne China und ohne Indien, vielleicht auch noch Brasilien und Südafrika nicht schaffen. Sie müssen es nicht nochmal wiederholen, aber ich sehe, dass Sie unterschiedliche Wege gehen wollen. Und was passieren wird, müssen wir dann abwarten. Ja, aber ich möchte, dass das Sterben, das Verletzen und das Zerstören das wollen wir alle, Herr Gysi, endlich aufhört. Ich glaube, das wollen wir alle. Waffen, Waffen, Waffen. Sie denken nur an eine militärische Lösung, nicht an eine politische. Herr Gysi, Sie sollten bei aller Unterschiedlichkeit der Argumente, sollten Sie keinem unterstellen, das tue ich übrigens dem Kanzler auch nicht, dass wir alle sehr ernst in dieser Situation uns bewegen, Gedanken machen, überlegen. Sie und wollen das unterstellen, den Frieden, aber nee, Sie wollen ihn militärisch und nicht politisch. Herr Gysi, sorry, das unterstelle ich Ihnen nicht. Und ich verbitte mir, dass Sie mir das unterstellen. Es ist an die Frage, wie wir aus dieser Situation herausgekommen, allen voran der Ukraine. Denn weder Sie noch ich kämpfen. Wir sitzen hier im warmen Studio, aber dort sterben die Menschen. Aber dort prasseln Ihnen, Raketen war ich in der wieder. Ukraine. Und ich möchte, dass das nicht relativiert wird. So, ich glaube, beide aufrechte. Und ich war in der Ukraine und bin auch wieder neu eingeladen. Aufrechte Diskutanten mit unterschiedlichen Meinungen. Wir machen hier einen Strich unter diesen Austausch. Und danken sehr herzlich. Gregor Gysi, Maria Gestalzin. Danke. Schön, dass Sie da waren. Das war nur ein Gespräch aus dieser Folge von Maischberger. Die ganze Sendung gibt es in der ARD-Mediathek. Und da gibt es auch noch sehr viel mehr Folgen von uns. Ich hoffe, wir sehen uns.